3, 2, 1. Moin Moin und hallo Tadauto-Chats, willkommen zu Spinnestell Conviction von mir, dem Hannes of Chaos Club. Wir waren genau hier stehen geblieben, wir haben im letzten Part das Tutorial abgeschlossen und möchten jetzt André Corbin besuchen. Aber erst schauen wir unter dieser Tür durch. Mit einem Spiegel. Was ich sehr witzig finde, mit dem Spiegel kann man anzoomen. Ist ganz lustig, aber gut. Ja. Tür auf, normal aufstehen, Sam. Und weiter geht's. Das sollten wir viel öfter tun. In diesem Spiel. In diesem Spiel haben die. Hört doch auf, mir dazwischen zu labern. In diesem Spiel haben die primären Waffen, was in diesem Spiel primäre Pistolen sind und die Sekundärwaffen sind Maschinengewehre. Unendlich Munition. Dankeschön. So. Tod von oben. Lief gut, wer sagt's denn? Oh, der Desert Eagle. Bestimmt keine gute Nacht. Hocken wir uns mal hin. Die beiden bescheuerten Leichen so beeindruckt? Das war noch gar nichts. Wir haben da hinten die Liefen. Zwei Leichen in der Halle und so wie er im Augenblick drauf ist, weckt Corbin nicht gerade viel Vertrauen in mir. Er ist wieder zugedröhnt und dreht völlig am Rad. Was hast du gesagt? Verstehen kann ich ihn irgendwie. Zack. Wegen der Lieferung? Na, Grim, hast du das gesehen? Zack, zack und rein hier. Keine Chance against us. Mal gucken, wurde wieder zugedröhnt anscheinend. So. Dann wollen wir mal gucken. Ja, guck mal. So, das wollte ich nämlich gerade zeigen. Wir können die Gegner auch so richtig schön als Geisel nehmen. Und dann zum Beispiel aus dem Fenster werfen. Hoppla. Das hat ein bisschen Sound gemacht. Das wollte ich gar nicht. Oh, wir nehmen uns mal diese Schrotflinte hier mit. So. Man kann auch Waffen übrigens aufbessern. Das seht ihr aber gleich, wenn ich dazu komme. Ach du Scheiße! Jemand hat den Kronleuchter erwischt! Mist! Scheiße! Er muss genau da sein! Da! Was? Wo bin ich? Ich meine, jetzt bin ich eh entdeckt. Ist auch egal. Du bist ein Niemand, Peter! Ein Niemand! Ach so, ich bin ein Niemand, richtig. Wie arm! Wow, der Mann! Ist in der Erste. Es ist Fischer! Er ist drin! Was? Ich bin nicht drinne. Fischer! Sag, Corbin hat dich falsch eingeschätzt, Fischer! Bist ein feiger Hund! Mehr nicht! Wie gefällt dir das? Zack, Headshot! Verpiss dich, deine Mutter, ey. Wie findest du gut? Ich hab mir gerade eben. Versteckst dich wie ein Kleinkind! Die Dingens angeguckt, die Aufnahme, und ich sitze die ganze Zeit so. Belastend. Was? Dummkopf! Ey! Du hättest beim Markt bleiben sollen! Hey! Ey! Würdest du. Verdammte Axt! Richtiger Ausweichkünstler hier, ey. So, wir können aber auch natürlich mit zum Beispiel der Schrotflinte markieren und ausschalten. Das ist ganz lustig. So, jetzt haben wir hier mal geklärt und ich würde sagen, durch die Glastür! So, guck mal, hier haben wir ein Waffenversteck. Und hier kommen wir jetzt auch zu einem Punkt. Mir fehlt noch diese eine Waffe. Ist aber egal. So, das ist übrigens, die Waffe kriegt man eigentlich erst später, aber das ist meine Lieblingswaffe. Sie hat nicht die besten Stats, wie ihr seht, aber sie kann 4 Leute markieren und das ist Flusen. Unglaublich wertvoll. Also, boah, vor allen Dingen, du musst auch, wenn du mal in die Upgrades guckst, nichts in Schalldämpfer oder so. Und super, weil die integriert schon einen Schalldämpfer hat. Die zum Beispiel kann man hier mal gucken. Okay, die hatte auch schon von Anfang an einen Schalldämpfer, aber die konnte nur 2 markieren oder so. Was hier? Achso, genau. Magazingröße und bla bla bla. So, aber wir nehmen uns die hier. Und dann können wir mal gucken. Wir haben hier verschiedene Waffen, die wir noch nicht alle frei haben. Wir haben die. Kann ich die komplett upgraden? Weil das ist eigentlich. Ja, komm, wir. Obwohl, nein. Wir nehmen uns die hier. Und upgraden die. Und zwar hiermit und hiermit. Zack. Ausgerüstet. So, dann haben wir die Schrotflinte, die Skyge und keine Granaten. Ah, doch, hier Granaten. Ja, meine Lieblingsgranate fehlt natürlich, weil ich die, jetzt kommt der witzige Part. Ich habe mir das Spiel zum Release gekauft in der, Ja. Macht schon, je eher wir aufgeladen haben, desto eher können wir es den Amerikanern zum Flughafen bringen. Hab ich gesehen. Na, wird's bald. Tschüss. So, Daumen hoch für meine Mutter und meinen Vater, die nehmen jetzt Poolfahrt.
Ja, rumschreien. Ich habe mir das Spiel damals in der Collectors Edition geholt. Ja, die hat damals 110 Euro gekostet. Ich habe sie günstig geschossen für 25 damals bei Amazon. So. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, und da waren halt so ein paar Special-Dinge mit bei, die ich jetzt natürlich leider nicht mehr habe, weil die war auf meinem alten Account. Ach ja, kein Unsinn. Und die Kisten? Ich glaube, du solltest die Öffentlichkeit in nächster Zeit meiden. Ja. Und der ist halt der ist halt abhanden gekommen. So. Das Zeug, check. Okay, machen wir das anders. Ach, wisst ihr was? Scheiße, da war drauf. Zack. Oh, Scheiße! Und zack. Perfekt. Zack. Executed. So, das mache ich zum Beispiel. Mit Mark and Execute. Ein super Feature. Mega geil. Nach diesem Teil werde ich übrigens den zweiten Teil spielen. Blacklist. Ich spiele ihn gerade privat, weil ich will ihn vorher einmal durchzocken. Nein, das war keine EMP-Granate. Hoppla. Da ist die Steuerung, aber die Steuerung in diesem Spiel ist wirklich perfekt für ein Splinter Cell-Spiel, meiner Meinung nach. Das sieht leider nicht jeder so. Und das sah auch Ubisoft nicht so. Und deswegen hat Ubisoft gedacht, wir ändern die nochmal ein bisschen, wir verkomplizieren das mal. Aber gut. Du hast ihn hier nicht raus. Aber das macht er auch. Treibt ihn raus und dann knallen wir ihn ab. Und weißt du wieso? Weil du gleich tot bist. Hast du gehört? Gott, du mieser kleiner Drecksack. Schwinde. Ich hab dir vorgeschlagen. Wenn du hier kommst, dann werde ich dich erwarten. Und dann mache ich mit dir, was ich mit allen mache, die sich mit mir anlegen. Klar? Und noch was. Deine Tochter, deine süße kleine Tochter, die war nur eine verdammte Schlampe. Ich bin ein netter Kerl, ich zeig dir Malta, stell dir ein... Der Bastard hat gerade mit... Oh. Ich bin noch im Blacklist-Modus, da duckt man sich mit C, es tut mir leid. Oh, shit. Finden, bevor er das verdammte Museum abreißt. Okay, bin auf dem Weg. Scheiße, scheiße! Das ist übrigens der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Ich hab damit, weil ich mir dachte, so, oh, Blacklist, machst du auch auf realistisch. Da gibt's so, das ist nicht mal da der höchste. Aber ich mach ihn einfach mal. Schlecken 350, ey, hart verkackt. Na komm. Na komm. Das ist Zack, weg. Ich hätte gern einmal hier lang. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele hier noch sind. Ich kann ja ranzoomen mit dem Spiegel. Dreh dich um, such dir eine Ecke aus. Wir brauchen noch Statuen. Oh, Scheiße. Ich hätte gern einmal Licht ausgemacht, danke. Und jetzt würde ich eigentlich gerne klettern. Danke. Mann ausgefallen, scheiße, Mann ausgefallen, das war Fischer. Findet ihn und sagt Tobin Bescheid. Quatsch. Ich habe das explodieren lassen, dadurch ist der Feuerlöscher hochgegangen und er ist gestorben. Jawohl. Zack. Hörst du das? Irgendjemand noch da? Nein? Okay, dann gehe ich zu Kobin. Hallo, einmal Munition auffüllen, die ich nicht brauche, weil in dem Spiel... Womit schalte ich denn nochmal die Granaten durch? Ach du Schande. V? Nee. G? Nee. C werfe ich. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Egal, weiter geht's. Hallo? Keiner da. Verdammt! Oh, nein! Das macht alles kaputt! Das ist der Wahnsinn. Hallo. Okay, eins, zwei. Ist da noch einer? Nee. Hallo? Hallo? Nur zwei? Nur zwei? Drei. Raubtier. Tada! Ach ja, hier habe ich ja noch gar nicht alle Achievements. Verdammt! Mann!
Ich muss das jetzt umlegen, kleinen Moment. Das kann doch nicht wahr, Steiner. Welcher Idiot hat das denn auf C gelegt? Das legen wir erstmal um auf. Ach, guck mal, da mit den. Okay. Annäherungsmine. Hilfsmittel. G. So, jetzt gucken, ob ich hier noch alles belegt habe. Markierung aufheben. Achso, alle Markierungen aufheben. Okay, okay, okay. Ah, okay. So. Hier kriegen wir nochmal so einen kleinen Flashback wieder projiziert. So. Wie sieht der Plan aus? Und der Part hier ist jetzt relativ schwer. Und wenn er das tut, dann legen wir ihn um! Oh ja. Dann erschießt du ihn! Was denn das für eine bescheuerte Frage? Diese Kommentare, ne? Damit das klar ist, keiner von euch geht, bevor dieser Bitter erledigt ist. Bis okay. Er auftaucht, haltet ihr das Maul und eure klaren Schuss bereit. Alles klar? Klar, Boss. Maul halten! Ganz ruhig, Boss. Alles klar, Boss. Maul halten! Ich will's nämlich. Ich bin mehr als bereit. Ja, bist du eh nicht. Da hinten ist noch einer. Den können wir jetzt leider nicht mehr markieren. Weil ich alle voll markiert habe. Ich höre nichts! Hört ihr irgendwas? Worauf wartet ihr noch? Legt den Penner um! So, jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt wissen sie circa, wo ich bin. Hey, da! Du bist ein Niemandfisch! Zack! Zack! Jetzt denken die, ich bin an diesem Fenster. Fick dich, Fischer! Das ist... Verpiss dich, Bastard. Hey, Fischer, muss ich dich jetzt ausrotten? Das ist mein Haus, hast du gehört? Ja, ja, ja. Mein Haus! Ich darf ihn natürlich nicht angreifen. Warum krepierst du Penner nicht einfach? So, deswegen rennen wir jetzt auf ihn zu und schnappen uns ihn mal. André Corbin, hast du irgendwas Schlechtes über meine Tochter gesagt? Oh Gott, nein. Ich hab nur Spaß gemacht, Mann. Ich hab's nicht so gemeint. Ich schwör's dir. Echt, Mann. Dann mach es wieder gut. Sag mir, weshalb sie sterben musste. Kannst dir nicht sagen. Wirst mich schon umlegen müssen. Gar kein Problem. Oh, yikes. Es war nur ein Job. Die haben mir ein Bild gegeben und gesagt, dass sie eine Leiche brauchen. Es war nur ein Job. Denn die reicht mir nicht. Wer waren deine Auftraggeber? Kann ich nicht sagen. Ich arbeite immer noch für sie. Die würden mich umlegen. Es ist nicht halb so schlimm mit dem, was ich mit dir machen würde. Ganz ehrlich, ey. Na los, sag schon. Die Penner kommen. Ach, da ist er ja. Nehmen wir ihn mal auf. Glaub mir, die sind gerade nicht dein größtes Problem. Absolut korrekt. Du verstehst nicht. Die sind mächtiger als du und mächtiger als ich. Die haben mich sogar davor gewarnt, dass du kommst. Na, wer kennt das Geräusch noch? Waffe runter, Fischer! Waffe runter! Nur einen Grund, Fischer! Nur einen Grund, dich aufzulegen! Du musst mit ihnen gehen. Ein Dreck will ich tun. Bitte. Dieses eine Mal musst du mir vertrauen. Wenn du mit der Eiskönigin sprichst, Fischer, dann hör auf sie. Ich wette, sie weiß eine Menge Sachen, die dich interessieren könnten. Wieso hat das so lange gedauert? Keine Bewegung! Ja, genau, Fischer! Los, Hände hoch. Langsam! Zentrale, hier ist Ghost Hawk One. Haben den Panther gesichert und kehren jetzt zur Basis Panther. Zurück. Panther! In Ordnung, Grim. Nur dieses eine Mal. Wenn das eine Falle ist. Du Mieschwein. Oh, der hat gesessen, ey. Bin ich froh, wenn wir Schneewittchen abgeliefert haben. Und Reed erstmal. Hab seine Leute beim Hubschrauber gesehen. Er ist sicher ungeduldig. Colonel, ich habe uns so schnell es ging hergebracht. Ja, Oscar. Aber Tom Reed ist einfach kein geduldiger Mann. Colonel, ich will ja nicht drängeln, aber ich würde gerne mal über das Geld reden. Ich dachte, Corbin würde das regeln.
Nun ja, es gab ja diese Änderung. Zusätzliche Passagiere mit zusätzlicher Ausrüstung und dann noch ein längerer Flug. Ich glaube, mein Name ist Flug. Oscar, sprechen Sie doch mit Mr. Reed, wenn wir ihn sehen. Er kümmert sich um Sie. Es war klar, dass jemand mit Sam sprechen wollte. Das war der Grund dafür, dass Sie ihn mit Kobe in eine Falle gestellt haben. Das war der Grund für seinen unfreiwilligen Heimflug. Er musste gefügig sein, als Sie ihn auf Ihren kleinen Privatflugplatz im Blue Ridge-Gebirge brachten. Hätten Sie ihn nicht betäubt, hätte er ihn in den ganzen Laden mit bloßen Händen auseinandergenommen. Absolut korrekt. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Pause, kleiner Cliffhanger. 15 Minuten, das wird noch lustig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen. Ich bettle um Daumen. Alter. Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, masturbieren. Nein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.